Oh, herzlich willkommen zu einer weiteren Koch- und Backsendung, aber diesmal als Grillsendung. Es ist Sommer, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Es ist sehr, sehr warm draußen, sehr warm. Es ist sehr, sehr, sehr warm. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht rausgehen mit euch zusammen und was Schönes grillen? Wir grillen heute die nicht-vegetarische Variante und die heißt Tartar Steak. Was brauchen wir dafür? 250 Gramm Hack, eine halbe Zwiebel, ein halbes Ei, wie soll ich das denn machen? Eine Knoblauchzehe, eine Chilischote, 1,5 Esslöffel Semmelbrösel, Salz und Pfeffer natürlich. Ja, okay, Tim, auch eine Zucchini. Und für den Nachtisch Erdbeeren und Marshmallows. Und das wird sehr, sehr lecker, glaube ich. Ich bin da sogar sehr, sehr sicher. Kommen wir mal zur wichtigsten Sache hier für die Sache mit dem Grillen, und zwar der Grill. Wir haben uns entschieden für einen LX5 Gasgrill. Und das ist auch sehr, sehr gut, weil da brauchen wir nicht so viel mit der Kohle rumhantieren. Und dann kommen wir auch heute noch mal irgendwann nach Hause, Tim. Ne? Ich weiß auch nicht, guck mal auf die Uhr. Ich habe hier besorgt übrigens Grillpfannen, die nicht nur den Grill so ein bisschen sauberer halten, sondern ich habe auch gelesen, dass durch diese Grillpfannen so ein paar mehr Röstaromen. Röst? Wie heißt das, Tim? Grill. Das ist. Grilltipps von Fischkorb. Haha. ja, das kann man hier schon mal vorbereiten, kann man aber auch lassen. Wir machen heute Tartar Steak. Das bedeutet, wir nehmen einfach 250 Gramm Hack und es ist eigentlich schon fast fertig. Was wir nur noch machen müssen, ist ein paar Sachen drunter mischen. Hier so Zwiebeln klein hacken, von den Semmelbrösel da reintun. Ich finde übrigens, Semmelbrösel ist ein unglaublich lustiges Wort. Oder Tim, hör mal. Semmelbrösel. Semmelbrösel. Also, eine halbe Zwiebel brauchen wir. Das ist ja ganz einfach gemacht. Oh, war schon nicht schlecht. Noch ein kleiner Grilltipp von mir, dem Grillmeister. Wenn ihr Fleisch machen wollt und das mariniert haben wollt, kauft nicht das fertig marinierte Fleisch, weil da sind immer so die ekelhaften Stoffe drin. Macht das lieber selber. Einfach so ein bisschen Öl, bisschen Kräuter rein, bisschen so worauf ihr so Bock habt, und das Fleisch da so 2 Stunden lang einlegen. Und könnt ihr auch nachher erzählen danach. Ne? Ich hab das selber mariniert, Alter. Das selber mariniertes Fleisch. Das kommt auch viel besser an bei den Ladies. Probier das mal aus. Kauf mal fertig mariniertes Fleisch und geh zu einer Dame hin und sag, guck mal, ich habe hier fertig mariniertes Fleisch gegrillt. Hast Bock? Und dann wird die nicht sagen, yay. Aber wenn du sagst, dass du das selber mariniert hast. Vorsicht! Tim, kannst du Zwiebeln schneiden? Wie war das mit den Würfeln? Es muss ja super fein sein, ne? So ein bisschen einschneiden hier. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht bei der Verwürfelung. Oh Gott. Ach, Tim, du hättest jetzt mal aufpassen können ein bisschen. Pass mal auf, jetzt haben wir da gleich in dem wie heißt das, Tatsteak, haben wir einfach gleich ein paar größere Stücke Zwiebeln. Ist also auch okay, oder ne? Hier einfach. Habe ich jetzt Ziegel im Gesicht? Das muss auch klein gemacht werden. Jetzt müssen wir hier aber hier noch mal ganz kurz die Schale abnehmen. Muss man ja irgendwie vorheizen oder so? Machen wir gleich. Es ist immer eine Faustregel, Grill anmachen, meistens nachdem man den Knoblauch reingeschnitten hat. Ich glaube, die Marshmallows explodieren gleich, Tim. Soll man da... Oh, Tim, ich glaube, der Knoblauch ist viel zu grob. Hätte ich ihn quetschen sollen? Ohne Quetschmaschine geht das nicht. Ah, es wird gefährlich, aber es wird schon schmecken. Auch der Tim freut sich da mega drauf, ne? Vegetarier, ne? Wir machen in der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung machen wir auch eine vegetarische Variante, damit Tim auch probieren kann. Der freut sich da mega drauf. Ich habe mir hier den lustigen Pinsel vorbereitet, weil ich mag den Pinsel sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr lustiger Pinsel. Ha! Muss man das mit einem Pinsel machen? Kann man das nicht auch einfach so ein bisschen... Oh Gott, es kommt durch. Wir machen das hier direkt am Grill, Tim. Oh, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Das geht, Tim. Es ist okay. Wunderbar. Also wenn ihr jetzt nicht so eine Grillpfanne habt, dann müsst ihr halt direkt den Rost schon mal ein bisschen vorölen. Ne? Immer vorölen. Nicht das Öl vergessen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ist es eigentlich nicht. Aber ihr kriegt das Fleisch und was auch immer. Ihr grillt immer ein bisschen besser ab. Das ist ganz gut. Außerdem, die kleinen Aromen verteilen sich schon mal vorher so ein bisschen von unten. Ihr wisst, was ich meine. Wir werden noch ein bisschen Zucchini daneben legen, damit wir nicht einfach nur das Hacksteak essen müssen. Was natürlich für viele schon reicht. Aber ich persönlich bin ein sehr, 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 sehr großer Zucchini-Grillfreund. Deswegen... Okay, ich mache jetzt an. Ach, ist an! Heute ist nicht mein Tag. Okay,
das Ei, Salz und Pfeffer. Hier gepresste Knoblauchzehe. Ist egal. Das könnt ihr auch so machen. Jetzt ist natürlich das Ding, wir müssen ein halbes Ei nehmen, Leute. Ich habe gesagt, wie soll ich denn jetzt noch ein halbes Ei reinmachen? Und dann sagt Tim, ja, dann schlag doch das Ei komplett rein, misch das um und mach nur die Hälfte rein. Ist das hier noch alles gut? Bang! Und jetzt die Hälfte rein. Oh Gott! Salz, Pfeffer? Oh Gott. Sagen wir mal, sieht gut aus. Salz auf die Hand. Zum besseren Portionieren. Presseknummer, Eis, Salz, Pfeffer, Pfeffer. Okay. Die feurige Nudel. Ich habe heute im Laden geguckt. Ich habe keine Chilischoten gefunden, keine einzelnen. Aber ich habe so einen Eat Me I'm Hot Chili Mix geholt. Wir haben hier auch noch so eine. Wie nennt man das? Gurke. Jalapeno. Die Chilischote ganz, ganz klein schneiden. Ganz fein. Ganz. Man kann hier auch mit Chili-Soße arbeiten und so Chili-Extrakt. Das ist aber nicht mein Style. Also ich bin mehr so der Nature-Typ. Ne? Tim, kommst auch besser bei den Ladies an, ne? Wenn du jetzt sagst, ey Lady, hier, habe ich gemacht selber mit Chili-Saft, dann gehen die weg. Wenn du sagst, hier, guck mal hier, Chili-Schote selber entkernt, ne? Selber reingemacht, sind die so, was machst du denn heute Abend? Oh Gott, der Wind! Tim, halt dich fest. Bla bla bla. Ich vermische das jetzt mal. Erstmal mit einem kleinen Löffel. Ich merke, dass die einzelnen Komponenten vielleicht ein bisschen zu grob geschnitten sind. Okay, jetzt einfach hier rühren, ein bisschen mehr rühren und noch mehr rühren und dann haben wir es auch gleich. Und das ist das Ding, jetzt muss das mit dem Hacken auch vermengt werden. Und dann werden wir das zu einer Rolle kneten. Und aus dieser Rolle machen wir dann kleine lustige, wie heißt das, Frikadellchen? Dellos? Wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Wir geben das hier dazu, damit hier mehr Platz ist. Hätten wir auch gleich in der großen Schüssel machen können. Ne? Also wenn ihr das nachmachen wollt, macht das hier direkt in der großen Schüssel, dass ihr da einfach nur den Hack dazu tut. Den Hack, das Hack, das und jetzt geht's los. Oh, das fühlt sich so ekelhaft an, Mann. Was mache ich denn hier, Mann? Wie hier die Zwiebelstücke drauf liegen, 13 Kilo Stücke da auf der Ecke. Das ist so. Mache ich das jetzt hier direkt auf dem. Ich mache das auf dem Teller, ne? So, die Wurst ist fertig. Die muss jetzt erstmal halbiert werden. Und wie machen wir das hier bei Fischkopf TV? Es ist nichts kaputt. Und jetzt einfach, wie ihr das möchtet, ihr könnt euch da eine Form aussuchen, ne? Es kann quadratisch sein, es kann rund sein. So. Die Dinger sind jetzt fertig, behaupte ich mal. Tim, was meinst du, wie viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, warum heizst du denn den Gasgrill vor? Der ist doch schon direkt dann heiß, wenn du anmachst. So, jetzt schneiden wir noch schnell die Zucchini fertig. Waschen. Guter Call, Tim, guter Call. Und dann kommen die Dinger hier rauf. Sollte das jetzt nicht zischen oder so? Müsste es nicht so. Auch die Zucchini hier, ein bisschen Öl noch rauf. So, jetzt nochmal hier ordentlich Speed geben, ne? So, und jetzt höchste Stufe. Und wenn das jetzt richtig vorbereitet gewesen wäre, dann würde es jetzt schon so ein bisschen zischen und so weiter. Und dann müsste man so circa 5 Minuten pro Seite die Dinger hier anbraten. Und bei der Zucchini, da kann man ja selber so ein bisschen gucken, ne? Wenn sie braun wird auf der anderen Seite, dann die andere Seite hinlegen, da wo es warm ist. Warten wir mal kurz ab. Muss man das zumachen vielleicht? Ist schon warm. Hat jemand eine Bedienungsanleitung? Warte mal, was ist denn, wenn wir... Was ist denn, wenn wir... Oh Gott, Tim, guck mal hier, wie die Temperatur hochgeht. Es ist gerade 100 Grad mehr geworden in einer Minute. So, dann lass uns mal ganz kurz zwischendurch mal reingucken, weil ich höre und rieche schon ein bisschen, was hier passiert bei den Frikadellchen. Wir gucken mal hier auf die andere Seite. Ja, es geht schon los, aber es ist natürlich noch nicht fertig. Es ist, weißt du was, Tim? Jetzt weiß ich. Wir hätten in dem geschlossenen, das war ein Test. Wir hätten natürlich den Grill vorheizen müssen mit geschlossener Klappe. Und dann, wenn wir fertig waren, Sachen rein bei 300, 400 Grad. Und dann sagt das Fleisch nur so, wieder was dazugelernt, ne?
So Leute, während das jetzt hier zu ist und tatsächlich endlich mal funktioniert, wir haben immer nachgeguckt, weil jetzt die Temperatur natürlich erhöht ist, machen wir jetzt hier schon mal den Nachtisch fertig, bereiten den vor, während das Zeug gerade noch fertig wird. Und zwar machen wir Marshmallow-Erdbeerspieße. Wo sind die Spieße? Ach so, ich habe die Holzspieße über eine halbe Stunde oder fast eine Stunde sogar in Wasser eingelegt, damit die nicht anbrennen, wenn wir sie gleich reintun. Ich hole die mal eben. So, hier in Wasser eingelegte Spieße, Erdbeere, Marshmallow, Erdbeere, Marshmallow. Gucken wir jetzt noch mal rein, wir sind jetzt bei 400 Grad. Die Zucchini ziehen auch schon an, haben hier die charakteristische Vergrillungsoptik angenommen. Wir legen jetzt auch schon mal hier, da muss jetzt nicht unbedingt Öl drauf, packen da die Erdbeer-Marshmallows drauf. Fertig. Ich bin eigentlich relativ zufrieden oder überrascht mit dem Ergebnis. Ich muss jetzt aber natürlich noch mal probieren und gucken, wie das jetzt ist mit den Zwiebeln und den Chilischotenstückchen. Ich habe ein bisschen Angst, aber das ist nicht so schlimm. Innen drin sind sie nicht ganz so, so gar, nicht so ganz überkocht, übergrillt. Das ist sehr, sehr gut. Es hätte ein bisschen mehr Salz reingekommen. Vielleicht hätten sie auch ein bisschen länger drauf liegen können. Mmh. Alter, was sagt unser Nachtisch? Hier ist eine Wespe. Tim, hier ist eine Wespe. Tim. Mmh. Geil. What? Wie geil schmeckt das denn? Alter, Tim. Okay, das war's schon für das erste Grillvideo. Wir werden ja noch ein zweites machen, wo wir ein bisschen vegetarisch kochen werden. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Vor allem, weil es auch ein bisschen komplizierter wird. Gut, dass wir das zuerst gemacht haben, weil wir ja jetzt auch wissen, wie der Grill richtig funktioniert. Ich bin mega heiß da drauf und kann euch das hier nur empfehlen. Es ist viel leckerer geworden, als ich dachte. Auch mit den groben Größen der Zwiebeln und des Knoblauchs bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Geschmack. Ihr könnt ja jetzt gerne nochmal eins dieser Videos hier anklicken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo wir Sachen mit Spargel